Wir haben in dieser Ausstellung etwa 130 Kunstwerke von Claude Lorrain versammelt, 13 Gemälde, ungefähr 55 Zeichnungen und ebenso viele Radierungen und möchten mit dieser Auswahl Claude Lorrain als Maler, als Zeichner und als Druckgrafiker zeigen. Claude Lorrain ist ein Landschaftsmaler gewesen, der grob von 1600 bis 1682 gelebt hat. Für viele gilt er als der größte Landschaftsmaler des 17. Jahrhunderts. Claude Lorrain kennt die Natur ganz genau, aber er bildet sie nicht einfach ab. Er studiert sie zwar, aber er fügt sie ein in Kompositionen, die, wie Goethe gesagt hat, seine schöne Seele zeigen, also die aus seiner Seele kommen. Das heißt, die vollkommen erdacht, erfunden und in ihrer spezifischen Poesie künstlich sind. Mhm.